Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute geht's weiter mit meiner Beauty-Sammlung und zwar habe ich heute meine Highlighter für euch. Ich muss gestehen, dass ich doch etwas überwältigt davon war, wie viel es dann letztendlich doch wirklich geworden sind. Ich habe sie mal alle zusammengesucht und wow, es ist doch etwas mehr. Ja, also wenn du Bock drauf hast, dir mit mir meine Highlighter-Sammlung anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also ich habe meine Highlighter immer so ein bisschen sortiert. Genauso wie bei meinen Lidschattenpaletten, das werdet ihr auch noch sehen, habe ich das in zwei verschiedene Bereiche aufgeteilt. Das sind einmal die Highlighter, die ich schon verwendet habe, benutzt habe, getragen habe. Das habe ich dann meistens immer so eine Woche in Verwendung. Und dann habe ich eine Box, wo ich halt meine Highlighter drin habe, die ich noch nicht so verwendet habe, die ich noch ein bisschen testen möchte. Und hier habe ich einmal meine Box oder wie auch immer, es sind ja mehrere Boxen von Ikea oder mein Ordnungssystem, wo ich die Highlighter drin habe, die ich bereits getestet habe. Und hier in dieser Pink Box sind Highlighter drin, die ich noch nicht so getestet habe. So, dann legen wir einfach mal los. Und zwar fange ich einfach an mit der Huda Beauty Highlighter Palette. Die war in dem Glossy Box Adventskalender drin. Und Leute, ich habe mich so drüber gefreut, dass die drin war. Das ist eine richtige Highlighter Palette. Mit insgesamt vier verschiedenen Highlighter-Tönen. Ich finde, das ist hier oben auch ganz witzig gemacht mit dieser Sternschnuppe, die dann quasi ihre Farbe verändert. Du hast hier die verschiedenen Farben und ja, die haben sogar Namen. Das ist hier einmal so ein Creme-Highlighter, der heißt Frosted Kiss. Dann hier eine lila stichige Farbe, das ist Arctic Glow. Und dann haben wir hier eine gelbe Farbe, Northern Lights oder Northern Lights. Und hier unten in diesem Rosenton haben wir Winter Rose. Das sind Töne, muss ich sagen, die sehr intensiv sind. Also ich finde sie wunderschön, aber halt sehr intensiv. Die kannst du jetzt nicht so als Alltagspalette verwenden, aber ich swatch euch natürlich auch die Töne. So, da fangen wir einmal an hier mit dieser, mit diesem Strobe Highlighter. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Strobe ist immer, naja, ja, cremig, ne? Ich bin nicht so der Ultra-Fan von cremigen Tönen. Ja, das wird jetzt auch ein Spaß werden, wenn ich Highlighter swatche, ne? Da sieht man ja oft nicht so viel von. Dann habe ich hier einmal diesen lila Ton. Das ist der Arctic Glow. Ne? Der ist wirklich sehr lila. Also wenn man den auch trägt, das ist, ja, man muss schon mutig sein. Dann gehen wir jetzt weiter zu dem gelben Ton. Den habe ich jetzt hier, oder Gold vielmehr. Den kannst du sehr, sehr schön tragen, wenn es halt festlicher ist und ja, ne? Man dann halt auch einfach Bock hat, so ein bisschen goldener zu schimmern. Aber es ist wirklich ein intensiver Ton. Und diesen Ton werde ich hier wahrscheinlich am allerwenigsten benutzen. Diesen Winter Rose, diesen ja, Rosaton. Ich finde einfach, dass der nicht so gut zu mir passt. Er ist zwar einer der dezenteren Töne von denen, die jetzt hier nun mal so sind. Aber ja, ne, ist mir irgendwie, nee, passt nicht so. Ja, also die Palette habe ich tatsächlich sehr gerne verwendet, als ich sie die Woche verwendet habe. Aber tatsächlich nur, ja, so als ich Videos gedreht habe oder wie auch immer, wenn man abends ausgeht. Aber man braucht die jetzt nicht im Alltag tragen, dafür ist sie zu heftig. Und ja, Strobe Highlighter, ich mag das eigentlich nicht so gerne, ne? Wenn das halt so Creme Highlighter sind. Ich weiß nicht, ich denke, dass ich mich da vielleicht noch rantasten muss oder so, aber ich habe noch nicht die perfekte Möglichkeit gefunden, sowas zu tragen, sodass es schön aussieht und deswegen muss ich erstmal gucken. Naja, das ist auf jeden Fall diese schöne Palette, die im Glossy Box Adventskalender war. So, dann habe ich mir letztens bei Amazon bestellt und das habe ich euch in meinem Haul auch gezeigt, den Mary Luminizer von The Balm. Das ist ja ein relativ bekannter, der auch immer mal wieder genannt wird, der in ja, vielen Tutorials auch gezeigt wird. Er ist einfach der Klassiker, würde ich mal so sagen, kostet so um die, ja, ein bisschen weniger als 20 Euro. Wenn ihr Glück habt, dann habt ihr den auch im Sale, ne? Da habt ihr ein Spiegelchen mit dabei. Das ist so ein goldener Ton. Und da muss ich halt sagen, dass ich den wirklich schön finde. Den habe ich auch wirklich gerne getragen.
weil du den auch sehr dezent tragen kannst. Ja, also hier ist er. Man sieht ihn jetzt hier echt nicht so sehr, ne? Aber naja, Highlighter ist ja auch eigentlich nie so hoch pigmentiert. Genau. Aber ich finde den richtig schön. Sehr dezent tatsächlich im Auftrag. Also da habe ich welche, die höher pigmentiert sind. Zum Beispiel ja auch die Palette von Huda Beauty. Ne? Da geht die Post ein bisschen mehr ab. Aber das hier ist dann auf jeden Fall einer, den ich auch sehr gerne im Alltag trage. Kannst du auch schön aufbauen. Deswegen, den fand ich echt toll. Den mag ich auch gerne und werde ich auch sehr gerne weiterhin tragen. Ja. Dann habe ich hier von Essence Go for the Glow diese Highlighter-Palette. Das ist auch eine, die aus drei verschiedenen Nuancen besteht. Und da hast du einmal hier so einen richtigen frostigen grünen Ton, wie auch immer. Dann hast du hier einen sehr weißen Ton und der hier ist ganz leicht ins Rosenfarbene. Und natürlich ein Spiegel mit dabei. Holo-Optik von dem Ganzen, ne? Das ist natürlich richtig hübsch. Ich muss immer wieder zwischendurch meine Finger ein bisschen sauber machen. So sehen die drei Töne aus. Also ja, ne, sind relativ gut pigmentierte Töne. Fühlen sich ähnlich auch an wie der Mary Luminizer. Also da ist jetzt nicht irgendwie ein großer Unterschied zu fühlen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, wann man so einen Ton trägt. Also das ist schon sehr heftig. Das wäre für mich eher ein Lidschatten. Diesen weißen könnte ich mir noch gerade so vorstellen zu tragen. Und den habe ich auch öfters getragen. Und der Rosane ist in dem Fall jetzt tatsächlich etwas gröber von der, von den Glitzertönen, von den Glitzerpigmenten her. Ja, aber den finde ich eigentlich auch ganz schön. Also das sind bis auf den Türkisen, würde ich eigentlich sagen, alles, also die anderen beiden sind auf jeden Fall tragbare Töne, die du auch so im Alltag tragen kannst. Die sind sehr, sehr gut pigmentiert. Also wenn du sie dir drauf machst, dann ist das Bam da. Genau. Ja. Aber den Türkisen, keine Ahnung. Genauso wie der Lilane von Huda Beauty. Ich habe keine Ahnung, wer so krasse Töne tragen kann. Also das ist für mich eine große Frage, die ich mal in die Runde stelle. Also welche Menschen können sowas im Alltag oder zu welchen Anlässen auch immer tragen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Auf jeden Fall ist diese Palette auch bei mir mit in meiner Sammlung. Und ich finde, sowas gehört auch mit in die Sammlung, weil das ist ein Drogerieprodukt, das relativ günstig ist, aber für den Preis sehr hochwertig, ne? Also das auf jeden Fall. Dann habe ich hier von Love die Love Lights Cool Prismatic Palette. Und die finde ich persönlich relativ dezent pigmentiert. Das ist jetzt nicht mit einer hohen Pigmentierung, auch wenn man das erst vermuten würde, weil diese Fältchen halt auch sehr groß sind und man gerade von der Marke Love das erwarten würde. Ist es aber nicht. Die sind sehr trocken und nicht cremig oder sowas, ne? Du hast hier einen cremigen Ton, einen rosanen Ton und einen ja, grün-bläulichen Ton, würde ich mal so sagen. Das sind die drei Töne. Prismatic in dem Sinne, je nachdem von welcher Richtung man so schaut, desto intensiver funkeln die, desto intensiver sind die in der Farbabgabe. Hier auch wieder ein Spiegel mit drin. Verpackung enorm hochwertig, also richtig schön. So, dann swatchen wir die drei hübschen doch einfach mal. Also von der Pigmentierung wirklich relativ dezent. Ne? Das sieht man hier auch wirklich, dass es sehr, sehr dezent ist. Da sind die von Essence noch mehr pigmentiert. Definitiv, dafür schimmern die von Love enorm. Also die kannst du auch schön aufbauen. Ne? Das ist dann natürlich auch kein Problem. Aber ja, die kannst du auch sehr dezent tragen. Das finde ich sehr positiv. Genau, also die hatte ich auch tatsächlich schon ja mal mit euch verwendet, als ich mein Fullface Love geschminkt habe. Und ich mag das gerne, wenn ich einen Highlighter habe, den ich aufbauen kann und nicht einen Highlighter habe, den ich drauf mache und dann direkt denke, okay, wow, damit kann ich jetzt nicht ganz normal auf die Arbeit gehen oder so. Ich mag es dann lieber doch ein bisschen vorsichtiger. So, hier habe ich auch wieder von Essence die Glow to the Go Palette. Oder? Glow to go, nicht glow to the go. Genau, die hatte ich in meinem Essence Adventskalender mit drin. Das hier sind für mich sehr merkwürdige Farben für einen Highlighter. Also das sind fast schon eher Lidschattenfarben, weil ich die sehr, sehr dunkel finde. Also den einzigen Ton, den ich persönlich tragen könnte, das wäre hier dieser peachige Ton. Dieser Ton ist schön gold. Ja, definitiv eine schöne Farbe, aber nicht jetzt unbedingt jeden Tag für mich zu tragen. Und die beiden Brauntöne finde ich einfach extrem. Naja, also wir swatchen das einfach erstmal, bevor wir
hier uns ein großes Urteil bilden können. Die sind deutlich weicher als die von Love jetzt waren, aber ähnlich natürlich wie die von der Go. Moment. Go for the Glow. Genau. Die Go for the Glow Palette von Essence ist ähnlich von dem Fühlen her, ähnlich samtig wie die Glow to Go Palette. Meine Güte, warum haben die so ähnlichen Namen? Hier seht ihr die vier verschiedenen Farben. Die schimmern doch sehr extrem, was ich auch sehr, sehr schön finde. So, und hier seht ihr bei den braunen Tönen, braun, Kupfer, wie auch immer, die kann ich doch niemals, also ich meine, bei meiner Haut verwenden. Krümel wegpusten, dann sieht es besser aus, ne? ja, also die beiden kann ich definitiv nicht verwenden, jedenfalls nicht als Highlighter bei mir. Wenn, dann könnte ich diese beiden Töne verwenden, also den peachigen Ton oder den goldenen Ton. Aber naja. Ich finde, dass diese Glow-to-Go-Palette so ziemlich das Beste war, was in dem ganzen Essence-Adventskalender zu finden war. Denn an und für sich war das doch einer für etwas Jüngere. Weswegen ich auch wiederum nicht verstehe, warum man so eine krasse Highlighter-Palette, die ja wirklich enorm pigmentiert ist, ne? Also das ist schon heftig, in einen solchen Adventskalender packt, der von der Zielgruppe her doch eher für Jüngere ausgerichtet war. Von meinem Verständnis her. Also das fand ich sehr merkwürdig, muss ich gestehen. Naja. Dann habe ich hier noch zwei von I Heart Makeup. Das ist einmal das Unicorns Heart und einmal das Dragons Heart. Mache ich euch mal auf. Ja, das Dragons Heart kommt hier genauso wie bei dem Unicorns Heart in verschiedenen Farbabstufungen. Das sieht alles sehr, sehr bunt aus, lässt sich aber extrem schön darstellen. Also man würde jetzt denken, okay, wenn du dir das hier drauf machst, dann bist du einfach rosa und wenn du dir das drauf machst, bist du blau. Nee, weil du hast ja die Möglichkeit, unter verschiedenen Farben zu wählen. Also wenn du komplett einmal so reingehen würdest, was ich jetzt mit dem Finger mache, also ich gehe einmal hier bei dem hier komplett einmal so rum, ne? Dann hast du hier wirklich einen, zum einen mega hochpigmentierten und zum anderen einen schönen hellen Highlighter. Und bei dem anderen mache ich das genauso. Fange ich hier mit dem Finger einfach mal an beim Swatchen. Gehe so rum. Ne? Es ist eher Gold. Es ist weniger dieses Rot, was ich auch interessant finde. Ja, und vom Swatch her sehen die beiden so aus. Enorm pigmentiert und richtig schön. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Highlighter-Pinsel ganz sanft nur in die Farben reingehe, kriege ich ein mega schönes Ergebnis, sage ich mal. Ne? Also das ist sehr toll. Und dadurch, dass du halt die verschiedenen Farben hast, kannst du zum einen nuanciert arbeiten. Das heißt, wenn du gerade eine andere Foundation drauf hast oder ein anderes Augen-Make-up oder wie auch immer, du kannst sehr gut damit variieren. Und was auch sehr, sehr gut ist, dass quasi, wenn du alle Farben verwendest, die auf deinem Gesicht auch minimal, aber nicht so extrem schimmern, ne? Sodass man halt wirklich so ein richtiges Highlight sieht, was ich mega schön finde. Ja. Genau, also da kann ich euch definitiv empfehlen, die euch mal anzuschauen. Es gibt auch welche von I Heart Makeup, die in Monofarben sind. Also da gibt es auch einen sehr, sehr schönen Stern zum Beispiel, den kann man sich mal angucken. Es muss halt nicht immer dieses Rainbow-Style sein, ne? Also es ist schön, aber es muss nicht unbedingt sein. Von der Pigmentierung her, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, richtig cooles Teil. Ich glaube, die kosten 6 Euro oder so und du hast hier einfach vom Produkt her, Moment, ganz schön viel. 10 Gramm, das ist der Wahnsinn, das ist richtig viel Produkt. Also von daher, schaut euch die auf jeden Fall mal an, ich kann es euch nur empfehlen. So, heute habe ich einen etwas dezenteren Highlighter drauf und ich habe ihn mir auch wirklich dezent nur gesetzt. Ne? Das ist der hier von Benefit, den habe ich mir in Mini gekauft, weil ich finde, ich brauche nicht die großen Größen haben von so teuren Marken, weil ich brauche 100 Jahre, um ein so ein Pöttchen aufzubrauchen, weil ich ja auch so viele andere noch habe. Das ist der Dandelion Twinkle Highlighter. In der mit der Pusteblume und in dem roségoldenen Packaging. Die kommen so daher. Da hast du ein kleines Spiegelchen. Dann hast du hier ein kleines Pinselchen, was ich hier nicht benutze, aber ich lasse es einfach drin, weil ich es irgendwie niedlich finde. Ne? Du hast das hier so richtig aus Holz und ach, niedlich. Dann hast du hier noch diese Folie mit drauf. So, und so sieht es aus. Sehr, sehr natürlich. Und ich finde einfach, dass das hier eigentlich zu meinem Hautton sehr gut passt. Und wenn ich jetzt
so ein ganz entspanntes Highlight mir setzen möchte, dann nehme ich gerne solche Töne, dass ich halt wirklich auch alltagstaugliches habe, dass es nicht zu sehr ins Auge sticht, aber man schon so ein bisschen ein kleines Highlight sieht, wenn man mich von vorne sieht oder wenn ich mich bewege, ein bisschen so ein Highlight vermuten kann, aber nicht so ein Bam-Highlighter. Genau, also den swatche ich euch und der fühlt sich enorm cremig an. Es ist mega geil. Und er sieht sehr pudrig auf dem Finger aus, aber man sieht schon, okay, er ist ein Highlighter und kein Puder. Ja, setze ich hier hin. So, er ist wirklich sehr dezent pigmentiert, aber er ist da. Ne? Und das finde ich wunderschön. Natürlich jetzt gegen diese ganzen anderen Farbnuancen. Kann ja nicht gegen anstinken. Aber wie gesagt, das ist halt eher ein sehr natürlicher Ton, den ich gerne trage. Ja, und wo ich mich auch wirklich gefreut habe, als ich ihn drauf gemacht habe heute. Also von daher, ne, das ist, je nachdem, wie ich es haben möchte, habe ich Gott sei Dank eine ordentliche Farbrange und eine ordentliche Intensitätsrange bei mir, dass ich dann immer gucken kann. Ja, auf jeden Fall ein richtig schöner Highlighter, den ich sehr gerne mag. Und ich mag es auch vom Design her, dieses kleine Pöttchen. Ja. Finde ich hübsch. Und du hast hier relativ wenig Produkt drin. Und ich habe da, glaube ich, 15 Euro oder so. 1,5 Gramm hast du drin. Und er hat ungefähr 15 Euro gekostet. Aber ich habe ihn mir mit einem Gutschein geholt. Deswegen habe ich da im Prinzip nichts mehr bezahlt. Ja, schönes Teil. So, als nächstes habe ich hier einen von Rival de Loup Rosy Days Highlighter Powder. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich den nicht so gut finde und da auch nicht so gerne zugreife, auch nicht in Zukunft. Also ich habe ihn eine Woche verwendet und man sieht halt nicht wirklich, dass ich ihn verwendet habe, aber ich habe ihn verwendet. Du hast hier einen ganz, ganz leicht rosa schimmernden Ton. Dann hast du hier einen matt weißen Ton, was ich extrem schade finde. Und hier unten den glitzergoldenen Ton. Ich swatche euch erstmal die einzelnen Töne. Sehr, 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 sehr schwach pigmentiert. Also da siehst du fast nichts von. Ein bisschen was will ich aber schon sehen. Das ist ein bisschen schade. So, hier habe ich ihn jetzt geswatcht. Und der ist so mega, mega leicht. Also da siehst du fast gar nichts von. Und wenn ich jetzt hier mit dem, ich nehme meinen kleinen Finger, weil der ist jetzt noch gar nicht benutzt, ich gehe jetzt mal richtig derbe durch die Palette durch und reibe und reibe und versuche wirklich von jedem so ordentlich was mitzunehmen. Da habe ich nach wie vor fast nichts auf meinem Finger. Und wenn ich ihn swatche, sieht man halt einfach, okay, es ist weiß und da ist grober Glitzer drauf, aber es ist kein wirklicher Highlighter, ne? Naja, deswegen wird der auch jetzt an dieser Stelle aussortiert, weil ich werde ihn auch einfach nicht weiter benutzen, weil ich ihn überhaupt nicht mag. Er wird ein besseres Zuhause finden. Da bin ich fest von überzeugt. So, als nächstes habe ich von Luvia Cosmetics einen Essential Highlighter. Das ist der hier. Und der ist in der Farbe Moroccan Moonlight. Auch den habe ich mal mit euch zusammen probiert, glaube ich. Ich denke, ja, bei meinem Haul hatte ich den direkt drauf gemacht. Der ist sehr goldschimmerig und ja, finde den auch ganz süß. Es war halt so ein Luxus-Sample, was da mit dabei war. Und wenn ich euch den hier swatche, dann seht ihr ihn auch, ne? Er ist auf jeden Fall da, ist eine schöne, schöne Pigmentierung. Glitzermäßig nicht allzu auffällig, also ist sehr nass und gefällt mir richtig gut. Trage ich auch gerne und ist für mich auch so eine Sache, die ich dann ähnlich wie halt auch bei dem Mary Luminizer, ja, oder bei dem Dandelion, die kannst du auch sehr, sehr entspannt im Alltag tragen, weil die nicht zu extrem sind. Und deswegen finde ich den auf jeden Fall cool. Der war mit dabei, als ich bei Rossmann mein Pinselset bestellt habe. Das fand ich richtig cool. Ja, deswegen darf auch der mit in meiner Sammlung sein. So, dann habe ich hier von Revolution einen, der war bei mir im Adventskalender drin, glaube ich. Das hier ist der, oder ein Baked Highlighter Illuminateur in der Farbe Golden Lights. Und ja, der ist Gold. Was eine schwere Geburt, also der geht unheimlich schwer auf. Ja, so sieht der aus.
Und ich swatch euch den. Der ist ja halt ein gebackener Highlighter, dementsprechend auch sehr hart und sehr trocken. Und ja, bam, hier bin ich. Ich bin dein goldener Highlighter, Claudi, und ich bäme dich gegen die Wand. Also, Entschuldigung, was ist das? Was ist das? Und wie günstig ist dieser Highlighter? Und was für eine krasse Pigmentierung bringt der bitte auf die Kette? Der ist absolut mit dem von Huda Beauty zu vergleichen. Also, Wahnsinn. Der ist sogar noch schöner, weil der richtig schön gold ist und mit leichten Glitzerpartikeln. Ganz im Gegensatz zu dem gelben Moped von Huda Beauty, was man nicht so gut im Alltag tragen kann. Aber so einer, der bämmt dich gegen die Wand. Das ist der Wahnsinn. Hätte ich nie von so einem Highlighter erwartet, dass der so, so gut ist. Und ja, den kannst du, ich habe jetzt derbe mit dem Finger bin ich reingegangen, den kannst du halbwegs dezent nehmen und bam, Highlighter kannst du auch damit machen. Also auf jeden Fall auch ein Highlighter zum Party machen, zum Rausgehen, wenn es dunkler ist, dass man dich einfach im Dunkeln sieht. Weil ja, du leuchtest. Du bist auf jeden Fall extrem gehighlightet. Also davon bin ich sehr überzeugt und bin sehr glücklich über dieses Highlighter-Pöttchen. Ja, dann habe ich hier von Becca diesen kleinen Highlighter, den ich letztens bei Douglas auch mitgekauft habe. Das ist der Becca Opal Highlighter. Hat einen Minispiegel dabei und ich finde von der Farbe im Fännchen sieht er ähnlich aus wie der Mary Luminizer, ist aber deutlich höher pigmentiert und sehr, sehr, sehr cremig. Und ja, damit leuchtest du alles weg. Damit leuchtest du wahnsinnig, wahnsinnig doll. Also wunderschön, der ist ein bisschen dunkler, aber ich finde den unheimlich schön. Der ist richtig, richtig glänzend. Also, ja, holt euch den. Den gibt es in klein in diesem Set zusammen mit dem Liquid Highlighter, die hier auch noch gleich drin sein wird. Damit leuchtest du sowas von im Dunkeln. Der ist doch wahnsinnig schön. Also, Entschuldigung. Ist halt ein bisschen dunkel, also für wirklich helle Häutchen, naja. Man kann ihn tragen, definitiv. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ne? Wahnsinn, wie der schimmert. Wie der schimmert einfach. Unfassbar schön. So, das waren jetzt die Highlighter, die ich bereits getestet habe. Dann kommen wir jetzt mal zu den Highlightern, die ich noch hier in meiner muss ich noch mal unbedingt testen Kiste habe. So, hier habe ich von Revolution den Ultra Strobe Balm in der Farbe Euphoria. Ich bin kein Fan von diesen Creme-Highlightern, aber der ist ganz okay, sage ich mal. Ne? Also wenn ich ihn jetzt hier so einmal swatche, dann sieht er sehr fleckig auf dem Finger aus. Wenn ich ihn jetzt hier auf den Arm mache, sieht er auch nicht so geil aus, aber ich habe auch einfach Haare auf meinen Arm. Ne? Also deswegen, wenn ich den jetzt aber hier auf meinem Handrücken swatche und dann auch so ein bisschen verteile, sieht das Ganze schon ganz anders aus. Ne? Das hat dann einen richtig schönen Glow. Also wie gesagt, den muss ich auf jeden Fall nochmal testen, bevor ich mir halt ein richtiges Urteil dazu bilden kann. Wenn ich ihn ganz furchtbar finde, dann wird er halt aussortiert. Aber naja, so an sich finde ich ihn ganz schön. Er ist relativ dezent und das kann ich mir halt gut vorstellen, dass wenn ich so einen No-Make-up-Look mehr oder weniger habe, dass ich mir den auf jeden Fall mal drauf machen werde. Aber ja, mal gucken. Er muss mich noch überzeugen. Was ist eigentlich mit meinem Oberteil los? Es will gerade irgendwie fliehen. Du entkommst mir nicht. Dann habe ich hier etwas im Sale ergattert von Rival de Loop. Und zwar ist das aus der Reihe Shopping Queen ein Luminizing Powder. Das ist die Farbe 02 Golden Dust. Da muss ich noch gucken, ob ich das als Puder verwende oder ob ich das als Highlighter verwende. Bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren drüber. Hier hast du auf jeden Fall so verschiedene Vierecke und verschiedene Farbabstufungen. Und im Prinzip geht man dann tatsächlich einmal so da durch. Gibt sich ordentlich eine Mische aus allen Farben auf den Pinsel dann in dem Sinne. Aber da es halt so schimmert, würde ich eigentlich sagen, du bist schon Highlighter. Und ja, dann setze ich mir den hier mal hin. Na, da ist er. Sehr, sehr, sehr dezent. Also, ne? An sich etwas, was ich gerne mag. Aber da muss ich halt noch schauen, wie ich das so tragen möchte und wie ich den so finde. Aber auf den ersten Swatch hin mag ich ihn.
So, dann habe ich hier auch wieder einen von Revolution. Huch, der ist jetzt ein bisschen dunkler. Das ist ein Baked Highlighter in der Farbe Bronze Lights. Und ja, da muss ich mal gucken, ne? Also der ist schon sehr, 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 sehr dunkel. Ist halt ein gebackener, dementsprechend etwas härter. Und ja, hier seht ihr den Swatch. Und wie wir das ja schon eben bei dem anderen hatten, wird er auch sehr, ja, stark pigmentiert sein. Da geht die Party ab, ne? Der ist ordentlich pigmentiert und erinnert mich auch mehr sehr an meinen von Becker. Also, ne, definitiv ein schönes Dupe dazu. Und ja, ein bisschen wärmer ist der, ein bisschen rotstichiger als der von Becker, der Becker Opal. Und ja, da werde ich auf jeden Fall meine Freude mit haben. Da freue ich mich auch schon drauf. Also guckt euch das an. Das ist sehr vergleichbar, die beiden. Ach ja. Also. Wenn ihr einen Dupe sucht zu Becker Opal, dann guckt euch einfach mal den Revolution Bronze Lights Highlighter an. Dann habe ich hier von Freedom die Pro Strobe Palette with Brush. Achso, ja, den Pinsel habe ich jetzt hier nicht mehr drin. Genau, hier hast du. Hä, warum habe ich denn die hier drin? Das finde ich jetzt gerade merkwürdig, aber so sehe ich mich mal kurz im Spiegel. Ja, eigentlich hast du hier einen Highlighter drin, dann ein Bronzeprodukt, Konturprodukt. Das würde ich als Puder genau wie das bezeichnen. Und das hier ist eher so ein Bananapowder. Also ich weiß nicht, warum ich diesen hier reingetan habe, aber gut. Dann gucken wir uns auf jeden Fall oh, den Highlighter an, der sich unfassbar cremig anfühlt. Hallo, vielleicht habe ich es deswegen da reingelegt in diese Box. Der ist schön, schön, schön kühl und schön glitzer, also nicht glitzernd, ne, glänzend, aber dezent. Also viel Bums ist da nicht hinter. Ne? Der ist sehr, sehr dezent. Nichts Aufregendes dabei. Ich versuche den mal aufzubauen, aber er fühlt sich schön in der Palette an. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Sehr dezent. Naja, aber es ist eine schöne Palette, da hast du alles mit drin. Ja, genau, das war in der Mystery Bag. Ja, auf jeden Fall interessante Palette und ja, da ist dann auch ein Highlighter mit drin. In diesem Set, wo wir den Becker Opal mit drin hatten, hatten wir auch nochmal den Shimmering Skin Perfector in der Farbe Spotlight mit drin. Das ist ein Flüssig-Highlighter, den ich aber auch schon geswatcht hatte mit euch zusammen bei dem Douglas Hall und ihn sehr schön fand. Also klar, wenn du ihn jetzt so aufgibst, das wird ja kein Mensch tun, ne? Normalerweise gibt man sich ja Flüssig-Highlighter auf und dann werden die halt verblendet. Das mache ich hier jetzt auch an dieser Stelle. Und dann gibt der einfach einen unheimlich schönen, natürlichen Glitzer Glow-Up. Nicht Glitzer, Glitzer ist eigentlich eher negativ bei Highlightern, würde ich sagen. Genau. Also, ne, das ist sehr, sehr, sehr schön. Und sehr dezent und richtig toll geeignet für den Sommer. Deswegen freue ich mich, dass ich ihn auch habe und dass ich das Set gekauft habe. Denn das Set fand ich echt praktisch. Du hast da den flüssigen drin gehabt, du hast den Puder-Highlighter damit drin gehabt und sind schöne Farben, gute Qualität und nicht allzu hoher Preis. So, dann habe ich hier noch von Revolution den Pressed Highlighter Bloom. Auch der mit in dem Adventskalender, der ist so rosa. Und er fühlt sich aber nicht so schön an. Sehr fest, aber ist halt gepresst. Das hat sich gereimt. Oh ja, uiuiui. Da bin ich gerade ein bisschen doll reingegangen, ne? Das ist ein sehr pinker Highlighter. Mal gucken, ob ich den vielleicht mal etwas dezenter hinkriege, ne? Schauen wir mal. Ja, aber jetzt nicht so der Alltagston, ne? Nicht so ganz. Dann habe ich hier von Sleek eine Highlighting-Palette. Und die fand ich super interessant. Das ist Cleopatras Kiss. Entschuldigung, solche Namen fixen mich erstmal per se an. Und ja, das war in meinem Black Friday Sale Haul Gedöns, wie auch immer, von Amazon mit dabei. Genau, die hatte ich auch schon mal mit euch geswatcht. Das mache ich jetzt auch nochmal. Da hast du hier zwei Cremetöne, einen Braun-Cremeton, einen goldenen Cremeton und zwei Puderprodukte, ein goldenes Puderprodukt und ein bräunliches, ja, mit einem leicht
rosa stichigen Unterton. So, hier haben wir die vier Farben und die gebe ich mir dann mal hier auf. So, schön sehen die auf jeden Fall. Ich puste mal drüber, ne, da tut sich nichts. Genau, da haben wir hier den goldenen Puderton, hier haben wir den goldenen Cremeton, den braunen Cremeton und den braunen Puderton und ich finde alle vier sehr, sehr schön. Ja, von den Cremetönen bin ich halt, wie gesagt, noch nicht ganz so angetan, auch wenn die unfassbar schön pigmentiert sind, gerade der dunkle Ton. Aber ich kann mir diese extrem dunklen Töne auch echt nicht an mir vorstellen, ne? Naja, dafür bin ich halt ein sehr helles Häutchen, aber man muss ja auch gestehen, dass diese Highlighter-Paletten ja auch dafür da sind, dass dann ja auch tatsächlich mal jeder Hautton etwas bekommt, um sich zu highlighten. Und wenn du halt diese Highlighter-Paletten hast, dann versuchen die natürlich auch so viel wie möglich abzudecken. Macht ja auch durchaus Sinn. So, aber ich finde diese Highlighter-Palette wirklich schön und ich freue mich drauf, die zu verwenden, zu testen und wie auch immer. Ich, ja, versuche auch überhaupt so viele unterschiedliche Produkte wie nur möglich in meinen Videos auch mit einzubinden, dass ihr dann auch, wenn ich dann längerfristig auch Produkte benutzt habe, ich kann das... Es wird ewig dauern, bis ich das mal aufbrauche, ne? Aber dass ihr dann auch immer wieder so Zwischenreviews von mir bekommt und ja. Als nächstes habe ich hier auf jeden Fall dann nochmal einen Pressed Highlighter von Revolution in der Farbe Golden Opportunity. Ja, auch den aus dem Adventskalender. Da waren sehr viele Highlighter drin. Fühlt sich halt auch wieder genauso an wie die anderen und ist extrem gold. Ist aber schön. So eine schöne Sache für Weihnachten und so. Den gebe ich mir hier mal ganz außen hin. Na. Ja, das ist halt, wenn man jetzt immer wieder swatcht und die Swatches von den Fingern abmacht, dass natürlich irgendwann die Finger etwas, wie soll ich sagen, faltig werden. Kennt ihr das, wenn man duscht und dann halt diese Schrumpelfinger kriegt? Kriege ich gerade mittlerweile. So, hier ganz außen hast du auf jeden Fall diesen goldenen Highlighter und der schimmert unheimlich schön. Und ja, ist halt, ich glaube, für mich einfach viel zu dunkel, aber spannend auf jeden Fall. Ne? Guckt euch diese Farbrange an. Wer hätte gedacht, dass es so unterschiedliche Highlighter gibt? Richtig geil. So, was habe ich hier denn noch Feines? Hier habe ich von Incredible You Glow Girl, auch aus einem Adventskalender. Das ist eine Highlighting Cream. Fand ich super interessant. Habe ich noch nie angepackt hier. Hier habe ich nämlich irgendwie ein bisschen Angst. Hier steht Peel. Steht da irgendwas drunter? Nee, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst, dass der dann irgendwann kippt, aber ne, weil da ist ja auch eine Folie drauf, aber wir machen den jetzt mal zusammen auf. Der muss ja auch irgendwann mal geöffnet werden. Das kann ja nicht sein, dass der Buch immer im Schrank steht und ungenutzt bleibt. Oh lala. Da direkt am Deckel abmachen, kommt mir direkt schon was entgegen. Oh je, ich glaube, das wird heftig. Das sieht sehr, 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 sehr holographisch hier drin aus, ne? Du, das ist witzig. Man packt hier rein und das ist wirklich wie Flubber. Kennt ihr noch damals diese Flubber-Dinger, die man halt immer so machen konnte? Das war ziemlich eklig immer, ne? Ich bin jetzt ein bisschen rein und habe jetzt einen feuchten Finger einfach nur. Und ja, hier ist watschig. Der glitzert einfach. Also das ist jetzt kein Schimmer, sondern du hast hier einfach diese sehr groben Glitzerpartikel drin. Ich weiß nicht, sieht man das? Ich glaube, ich habe die falsche Seite mal wieder geswatcht. Ich gehe nochmal rein. Gott. Sieht man das? Weiß ich gar nicht. Highlighter ist immer so schwierig, gerade diese Holo-Highlighter, ne? Die sind immer sehr schwer zu zeigen, aber oh mein Gott, du siehst aus wie ein Einhorn. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was so für Karneval oder Halloween, aber nichts für den Alltag, weil das ist einfach lila. Aber extrem lila. Ui, 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 ui. Also, das ist schon mal gut zu wissen, dass dieses Gel-Moped auf jeden Fall nichts, nichts mit Alltag zu tun hat. Ich glaube, wenn ich damit auf Arbeit sitze, dann fragen die mich auch, ob ich irgendwas Falsches geraucht habe. Ah, wir sind ganz fast durch. Wir kriegen es hin. Und zwar habe ich hier von MAC noch den D-Strobe Cream Hydratant Lumineux. Auch die war in einem Adventskalender mit drin. Und das ist Pink Light, glaube ich, heißt das.
wenn das richtig, wenn ich es hier hinten richtig sehe. Und das soll halt auch wieder eine Creme sein, eine Highlighter-Creme. Hier seht ihr das so. Und die gebe ich mir hier mal auf meinen Arm drauf. Wenn man sie drauf macht, hat man wirklich so einen Cremepunkt. Oder es wird schwer zu dosieren sein. Das wird richtig schwer zu dosieren sein, weil du willst ja nicht, dass dein ganzes Gesicht dann, weil die uiuiui extrem ergiebig ist, dass dein ganzes Gesicht jetzt glitzert. Es sei denn, du willst als Einhorn zu Karneval gehen. Wobei der einen sehr schönen Glanz einfach hinterlässt, ne? Sehr, sehr dezent. Sieht man kaum. Also hier, ne? Sieht schon cool aus. Muss ich sagen, aber wenn du das wirklich nur punktuell setzen willst, musst du enorm vorsichtig arbeiten. Ich bin gespannt, wie und ob und keine Ahnung, ich das verwenden werde. Aber es ist wahrscheinlich eher was für den Sommer, weil im Winter habe ich dann doch lieber noch ein bisschen Foundation oder so drunter. Aber ja, finde ich ganz süß. Also, wir fangen hier einfach mal an mit der Palette, die ich auch in meinem letzten, vorletzten Rossmann Haul gekauft habe. Die Ultra Cool Glow Highlighting Palette. Und meine Lieben, der ist wirklich in allen Tönen, oder? Der Palette. Die Palette ist wirklich in allen Tönen und das finde ich enorm. Die haben jetzt alle keine Namen, aber ich werde euch die alle mal swatchen. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass jede Farbe davon ein wirklicher Highlighter für mich sein wird für den Alltag. Manche dann doch tatsächlich für Karneval oder Halloween. Und die sind aber, fühlen sich jetzt beim Swatchen jetzt eher ein bisschen hart an. Also. Na gut, der eine ist jetzt ein bisschen weicher. Das kann aber auch, wie gesagt, an meinen Händen liegen, die jetzt ja doch sehr viel Swatches mitgemacht haben. Hier haben wir die ersten vier Farben von der oberen Reihe. Das ist so ein Gelb, das ist so ein ja, lila Ton, das ist ein peachiger Ton, das ist ein ja, weißlich-bläulicher Ton, würde ich mal sagen. Und setzen uns die Swatches einfach mal so hin. Holla, 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 holla. Also, ich sehe da eine kleine Verbindung zu den ersten, die ich so geswatcht habe von Huda Beauty. Was meint ihr? Das sieht schon ziemlich ähnlich aus. Muss mal pusten, weil das krümelt immer so, wenn man die halt mit diesen nassen Händen swatcht, ne? So. Finde ich schon mal ziemlich heftig. Also. Weil das kostet ja nur einen Bruchteil. Ich glaube, diese Palette kostet 6 Euro und die von Huda Beauty 50. Also, ja, könnte man fast schon hier als Dupes-Video bezeichnen, wa? Unbewusst. So, jetzt habe ich hier einen grünen Ton, einen sehr, sehr, sehr roten Ton. Da bin ich gespannt. Einen sehr, sehr, sehr lila Ton, also dunkel. Und einen wirklich blauen Ton. Auch das nicht unbedingt Farben, wo ich sagen würde, ja, was für den Alltag. Guck dir das an. Ja, die swatche ich hier mal direkt daneben. Wahnsinn! Was ist das bitte für eine krass, heftig, ultramäßige Pigmentierung? Ja, kann man sich geben, ne? Also guckt euch die auf jeden Fall mal an, wenn ihr so auf krasses Highlight steht oder experimentierfreudig seid oder vielleicht für Karneval noch den passenden Glow sucht, seid ihr bei der Revolution-Palette auf jeden Fall gut aufgehoben. Die Ultra Cool Glow-Palette ist das übrigens. Ich muss eben meine Hände hier sauber machen, weil so langsam wird es hier echt unfassbar. Ich brauche hier ein Waschbecken. Schatz, bau mir ein Waschbecken ein! Legen wir einfach mal ein paar Rohre quer durchs Haus, ist okay. Ja, kann ich euch empfehlen. Wahnsinn. Also, wenn ihr, wie gesagt, auf krasse Glows steht und krasse Looks steht, ist das was für euch. Wahnsinnspalette. Hätte ich nie erwartet, dass so eine günstige Marke so eine heftige Pigmentierung raushaut. Wie gesagt, nichts für den Alltag. Auf gar keinen Fall. Noch eine von Revolution habe ich und da bin ich auch gespannt drauf. Das ist so ein Regenbogen. Das ist, ja, heißt auch Rainbow Highlighter, diese Palette. Also den kannst du halt auch wieder komplett verwenden, dass du alle Farben zusammennimmst oder jede Farbe für sich. Wobei das dann auch schon wieder mit dem Highlighterpinsel wahrscheinlich etwas schwierig werden wird. Ich mache es jetzt einfach mal so, wie man es im Alltag machen würde, nämlich ich nehme einen Komplett-Swatch. Das heißt, ich gehe mit meinem Finger einmal hin und einmal zurück und habe, ähnlich wie bei dem I Heart Makeup,
Unicornshaut hier auf meinem Finger, diesen Highlighter. Und gebe ihn mir einmal hier hin. Es ist ein wunderschöner weißlicher Ton, der mir richtig gut gefällt, aber auch wieder so hammerhart pigmentiert. Also darauf kommt doch keine Kuhhaut klar. Das geht auf keine Kuhhaut und da kommt kein Mensch mit klar, so sagt man das, ne? Also die Highlighter von Revolution hauen mich wirklich um. Die sind ultra schön pigmentiert. Sei es, dass du diese Mono-Highlighter nimmst oder du nimmst diese Highlighter-Paletten. Unfassbar. Und zwar heißt diese Palette Highlight to the Moon. Das heißt, dass diese Palette unfassbar sein muss. Imagination ist die Palette. Und ich muss sagen, dass ich diese Palette nirgendwo groß gesehen habe, beziehungsweise da gab es auch keinen Hype oder sowas zu. Also da war ich sehr, sehr, ja, überrascht, die im Sale bei Makeup Revolution mal, bei Cosmetic Forless mal gesehen zu haben. Da habe ich mir auch gedacht, von der Palette hast du nie was gehört. Ich habe da tatsächlich auch noch die Lidschattenpalette von. Ja, fand ich sehr verwirrend, dass da einfach auch kein Mensch drüber gesprochen hat. Also weiß ich nicht. Das Packaging, unheimlich schön. Das ist diese wunderschöne Holo-Optik. Also, ne, richtig geil. Highlight to the Moon. So. Und hier hast du halt nicht nur Highlighter drin, sondern erstmal einen riesengroßen Spiegel, wie das bei Makeup Revolution ja sehr, sehr gerne bei den Paletten der Fall ist. Dann hast du hier verschiedene Töne. Also ich würde sagen, das hier ist ein normaler Puder, das ist ein Bananapuder. Hier geht es dann so langsam Richtung Bronzer, Blush. Das ist auch ein Bronzer und das sind für mich, in meinen Augen, für meinen Farbton zwei Konturprodukte. Ja, und diese Palette heißt einfach Highlighter-Palette, aber das sind hier einfach keine Highlighter-Töne. Also das hier sind die drei Highlighter-Farben, die ich jetzt als Highlighter anerkennen würde und die ich jetzt auch für euch swatchen werde. Das hier ist ein sehr kühler Highlighter-Ton, ein sehr weißlicher, hat die Farbe Limited Edition. Sehr gut. Dann haben wir Slay in Life, das ist so ein zweigeteilter Ton. Da kannst du wahrscheinlich wählen, ob du dann vielleicht mehr ins Gold gehen möchtest oder mehr in das Cremegoldfarbene. Und dann hast du noch die Farbe Angel Face. Ich bin gespannt. Die ist doch dann auch etwas mehr prismatisch, etwas holomäßiger. Ja. Dann swatchen wir die drei hübschen einfach mal. Oh, sie fühlen sich mega samtig an. Wow, richtig schön. Also ich war in dieser Palette auch noch gar nicht drin, weder zum Swatchen noch um damit zu schminken. Und das ist eigentlich eine Schande, weil ich müsste das mal tun. Also der Angel Face ist sehr, sehr trocken, während die anderen beiden sich sehr, sehr cremig anfühlen. Hier seht ihr die Swatches auf den Fingern. Und dann gebe ich mir die drei. Ach so, wir kommen jetzt immer näher übrigens zu den. Das ist natürlich doof. Egal. Eins, zwei, drei. Also der Limited Edition, der bammt ja wirklich alles weg. Der ist ja richtig, richtig hell, ne? Von dem Angel Face, der jetzt hier ist, sieht man nicht allzu viel. Und der Slay My Life, ja, ist halt so ein dezenterer goldener Ton. Aber auf jeden Fall seht ihr hier dann nochmal die drei Töne. Und auch die richtig geil. Das war auch wieder eine Palette, die nicht viel gekostet hat. Ich glaube auch wieder im Sale für 5, 6, 7 Euro. Puh, 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 puh. Also, Makeup Revolution hat schon geile Scheiße. Das muss ich euch sagen. Das ist so. Da muss ich nicht irgendeinen Blödsinn erzählen. Ne geile Geschichte. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Das müsste man mal schauen. Ja, Imagination, mega geil. Makeup Revolution, unfassbar gute Highlighter. Also hätte ich nicht mit gerechnet. Ja, und ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich jetzt ein Highlighter wenigstens schon mal aussortiert habe. Das ist doch schon mal was, ne? Bei den anderen, die jetzt hier in meiner Box drin sind, muss ich halt erst mal gucken. Und ja, mich dann nach und nach entscheiden. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt meine Highlighter. Das sind dann doch etwas mehr gewesen als Blushes und Bronzer und meine Puderprodukte. Aber ich liebe einfach Highlighter. Ich trage es zwar relativ selten, finde aber, dass die können einfach so viel, ne? Die machen so viel Schönes. Die komplettieren einfach noch so einen Look, ne? Deswegen, also. Das war meine Highlighter-Sammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen bei mir. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu meiner Beauty-Sammlung, hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!